Hallo und herzlich willkommen zum 7. Podcast der Mac and I. Heute zum Thema Apples neue Systeme. Diese Sendung hat einen Sponsor. Bis gleich. Blinkist ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 3000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik und Wirtschaft mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Für Hörer von Mac and I gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de/mac. Die App kann man 7 Tage lang kostenlos testen. Ja, hallo nochmal an alle, die uns zuschauen und oder zuhören. Ich begrüße Sie zu der 7. Folge unseres Podcasts der Mac and I Redaktion. Heute wieder einmal aus dem Homeoffice. Mein Name ist Johannes Schuster. Ich bin Redakteur bei Mac and I und begrüße meine Kollegen Thomas Kaltschmidt, Wolfgang Reschel und Leo Becker. Hallo. 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 Auf der WWDC hat Apple ja iOS 14 vorgestellt, daneben macOS 11 und watchOS 7, die alle drei im Herbst fertig sein sollen. Ihr drei habt euch die Beta-Version angeschaut und die neuen Funktionen in mehreren Artikeln in der Mac and I 4 2020, die sieht so aus, im Detail beleuchtet. Fangen wir mit dem Mac an. Worauf können wir uns am meisten freuen, Wolfgang? Natürlich, worauf man sich am meisten freuen kann, ist natürlich die neue Versionsnummer, die 11. Nee, Scherz. Also macOS bekommt tatsächlich eine neue Versionsnummer, die 11. Wahrscheinlich, weil Apple jetzt auch eine Vorbereitung getroffen hat zu den künftigen ARM-Macs. Da wird quasi im Unterbau macOS kompatibel gemacht zu einer neuen Prozessortechnologie. Aber dazu kommt, was für die Anwender eigentlich das Wesentliche ist, ist dann halt die neue Optik von macOS 11. So, Apple hat da sehr viel an den Gestaltung, also an den Bedienelementen rumgestaltet und hat sie auch mehr Richtung iPadOS und iOS angeglichen. Also die Systeme werden sich ein bisschen ähnlicher. Es gibt größere Rundungen und ja, also bei den Bedienelementen kann man es eigentlich ziemlich gut sehen. Das ist zum Beispiel wenn man sich so die Ja, hast du da ein paar Systemeinstellungen Beispiele? anschaut. Ja, also die Zuschauer, die werden jetzt was sehen können. Den Zuhörern erkläre ich das einfach mal. Also so ein Einstellungsfenster, da sind zum Beispiel so Reiter, die verschiedene Kategorien anzeigen. Und da hat Apple jetzt ein bisschen mehr die Abstände verändert. Die Farbgebung von einem aktiven Reiter ist jetzt nicht mehr blau oder halt mit so einer Signalfarbe, sondern einfach nur hell unterlegt. Schieberegler, die haben jetzt so Einrastpunkte und der Schieberegler selber ist nicht mehr so spitz. Checkboxen wurden leicht überarbeitet, so Ausklappmenüs wurden überarbeitet und Buttons. Also Apple hat eigentlich alles angefasst, so richtig Neues, wirklich nichts, aber also das Aussehen, das verändert sich. Es fühlt sich schon so ein bisschen anders an, würde ich sagen. Aber es Ja, ist und trotzdem noch vertraut. Also Apple hat jetzt nicht alles umgedreht, die schließen Buttons zum Beispiel nach rechts gestellt, wie bei Windows oder okay. sowas. Nee, das ist alles Vertraut, gleich weil man es von geblieben. iPadOS kennt oder vertraut, weil es noch eindeutig ein macOS ist? Es ist noch eindeutig ein Mac. Aber Hm. klar, vertraut Richtung iOS kann man natürlich auch sagen. Also wer beide Systeme kennt, merkt sofort, da wächst noch mehr zusammen. Und wie findet ihr das neue Outfit? Thomas, vielleicht Ja, mal. also ich finde es keine Revolution, wie Wolfgang auch sagt, aber es ist eigentlich eine schöne Auffrischung, ne? Dass man einfach mal so ein bisschen visuell was Neues hat. Sieht ein bisschen moderner aus. Ich finde es ganz angenehm. Oh, eine der Ja. Neuerungen ist ja das Kontrollzentrum. Braucht man das auf dem Mac? Ja, also auch das ist ja von iOS und iPadOS bekannt. Insofern wird das viele Leute abholen, die das da schon kennen. Und ich finde es ganz schön, dass man eben jetzt an einer zentralen Stelle so die wichtigsten Systemeinstellungen benutzen und aufrufen kann, eben in dieser Bedienerführung, die man eigentlich kennt. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob das auch für Dritthersteller nutzbar ist. Da ist es ja auf iOS bisher nicht so. Aber man kann natürlich die Menülets wie bisher auch weiterentwickeln und man kann auch immer umschalten bei den Systemfunktionen.
Und man ob kann es man. wahrscheinlich auch fein einstellen, was da erscheint, oder? Genau, du kannst das sichtbar machen, was dir wichtiger ist, oder das ausblenden, was dir wichtiger ist. Du kannst auch sagen, das möchte ich als Menü-LED haben, das möchte ich im Control-Center haben. Das ist schon ganz, ganz gut gelöst. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber dann geht's. Okay. Ja, Wolfgang hat es schon erwähnt, Apple will ja die Macs auf ARM-Prozessoren umstellen. Was heißt das für das macOS, Thomas? Erstmal, dass es ja größer wird, weil es muss jetzt ja für beide Prozessoren den Code mitgeben, auch für die ganzen Bibliotheken. Das heißt auch, dass die ganzen Programme natürlich größer werden, wenn sie denn für beide Plattformen im Endeffekt sind, dass ja eben zwei CPU-Architekturen laufen sollen. Das ist ja diese Universal 2-Geschichte. Aber das ist ja bei den heutigen Speicherplatzgrößen, die man zur Verfügung hat, nicht mehr das große Problem. Und dann hat man auch den Vorteil, dass es eben für ARM und für Intel immer die native maximale Performance gibt. Wenn sie Universal 2 sind, das heißt neu Genau. kompiliert sind, was passiert denn mit den alten Programmen? Die alten Intel-Programme, die funktionieren dank Rosetta 2 weiter. Und dadurch, dass die kompiliert werden, während man sie startet oder während man sie installiert, sind sie sehr schnell, aber natürlich ist das nicht so schnell wie eine native App. Und es kann, wenn man ganz viel Pech hat, auch so kleinere Fallstricke geben bei sehr komplizierten Apps. Es gibt auch die Möglichkeit, also es kann auch bei Plugins ist das, glaube ich, eventuell mal ein Problem. Aber im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich sehr gut. Getestet haben wir da natürlich noch nichts, weil es noch keine AMEX gibt. Okay, also es ist anders als Rosetta 1. Es ist jetzt keine Laufzeitumgebung oder keine Emulation, sondern es wird tatsächlich schon bei der Installation übersetzt in den neuen Code. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so habe ich das auch verstanden, Ja, ich auch. ja. Ja, gut, das klingt ja alles erstmal ganz schön, aber es gibt auch Nachteile. Bootcamp wird es auf ARM-Macs nicht mehr geben. Ist das richtig, Thomas? Ja, genau, das ist einfach eine Intel-Geschichte, die Apple nutzen konnte, eben weil die CPUs dieselben sind wie unter Windows. Das kann halt so nicht mehr funktionieren auf ARM-Macs. Und andererseits gibt es auch viele, die Bootcamp vielleicht gar nicht vermissen, weil auch da gab es ja einiges an Kritik, etwa weil die Treiberunterstützung sehr träge war für Windows-Treiber. Jetzt hat man ja viele wollen das ja auch innerhalb von macOS nutzen, ein anderes Betriebssystem. Und da stellt sich jetzt die Frage: Apple hat auf der WWDC Keynote ja nur Linux unter Parallels Desktop gezeigt. Wie sieht es jetzt mit Windows aus? Da sagt Apple noch nichts. Denkbar wäre eine Emulierung. Die kostet aber eigentlich Rechenkraft. Das kann man nicht umgehen. Ja. Mal sehen, was da kommt oder auch nicht. Es gibt ja auch ein ARM Windows, also im Prinzip könnte das ja nativ laufen. Warum macht man das nicht? Ja, das gibt es zwar, das habe ich auch nicht so auf dem Radar gehabt, dass es das gibt, aber es ist überhaupt nicht beliebt und wird überhaupt nicht verwendet, weil es da kaum Software für gibt. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Anreiz für Microsoft, da jetzt nochmal auf das Gaspedal zu treten oder Entwickler mehr mitzunehmen, weil Apple eben da vielleicht auch auf derselben Schiene dann mehr machen könnte, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das heißt also ein Windows, auf dem keine Windows-Programme laufen. So. Ja, das braucht man auf dem Mac dann auch erst recht nicht. Ja, kommen wir nochmal zum macOS zurück. Da gibt es ja auch immer ein paar systemnahe Programme wie Mail oder Safari oder FaceTime oder sowas. Auf was können wir uns da freuen, Wolfgang? Ja, also da hat Apple gar nicht so extrem viel gemacht. Also zum Beispiel Mail, da gab es Kleinigkeiten wie, dass jetzt die Spalten wieder bei der Spaltenansicht, dass man sie wieder kleiner und größer ziehen kann. Das einzig Größere ist jetzt, dass die Nachrichten-App und die Karten-App, die sind jetzt quasi auf den Stand von iOS und können jetzt quasi so viel wie unter iOS, weil das war ein bisschen skurril, dass die iOS-Versionen oft der Mac-Version voraus waren. Jetzt nutzt Apple offenbar diese Catalyst-Technologie, um halt ihre iOS-Apps oder iPadOS-Apps auch auf macOS zu bringen. So kann man jetzt quasi in der Nachrichten-App auch diese Effekte und sowas auswählen, anzeigen. Und man kann diese Memojis oder Animojis, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob es Animojis auch gehen, aber Memojis kann man auf jeden Fall erstellen und so, was man vorher alles nur unter iOS konnte. Das geht jetzt auch am Mac. Ja, und sonst hat Apple eigentlich eher so Produktpflege betrieben, sage ich mal. Es gibt nichts wirklich weltbewegend Neues.
Ja, also die haben ja auf der Keynote die Fahrradnavigation gezeigt und gibt jetzt tolle Routen durch San Francisco. Ja, das Wann betrifft haben ja wir dann was? auch iOS auf jeden Fall. Aber so wie Apple das geschrieben hat, ist das jetzt momentan nur in ein paar US-Städten Ach so, möglich ja. und es ist jetzt nicht so wie viele andere Fahrrad-Navi-Apps. Das geht einfach in allen Städten, die halt Kartenmaterial haben. Apple will da irgendwie scheinbar das für jede Stadt nochmal einzeln kontrolliert machen. Ich weiß es nicht genau. Ja, also aber in Deutschland geht es noch sowieso noch nicht. Nee, das sowieso nicht. Genau. Und Thomas, was war das mit den Datenschutzfeatures? Da ist auch was Neues dazugekommen bei Safari. Ja, diese Grundfunktion, die gab es ja auch schon in Safari 13 mit Catalina, dass man Werbetracker blockieren konnte, die einen über mehrere Webseiten, die man besucht, verfolgen. Und jetzt sieht man halt in einem schönen Bericht, wie viele Tracker, welche Tracker das sind und auf welche Tracker zum Beispiel auf welchen Webseiten aktiv sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es auch so eine Art Rangfolge gibt, ne? Also dass man dann auch irgendwo sieht, oh mein Gott, bei der und der Webseite sind jetzt irgendwie dreimal mehr Tracker als woanders und ich finde das eigentlich ganz, ganz praktisch, dass man mehr Überblick kriegt. Also es wird angezeigt, aber mehr Sicherheit hat man nur dadurch, dass man es dann weiß. Ja, Ja. es geht ja nicht um Sicherheit, sondern dass man eben nicht mehr verfolgbar ist von diesen Werbenetzwerken, ne? Es geht ja da nicht um Ja. Malware. Also Ja. der Browser schränkt das Tracking ja schon ein. Das ist ja bis jetzt auch schon der Fall, also in Ja. Safari ab Version 13. Und in iOS ist es ja das gleiche Spiel. Also da ist mit iOS 14 kommt einfach die Anzeige dazu, die dir als Nutzer etwas sichtbar macht, was bis jetzt im Hintergrund passiert, nämlich dass eben Genau. Zeug verhindert wird und du ja siehst halt zum ersten Mal, was da eigentlich los ist und Genau, was das in ist das dieser Neue, Tracker dass man es kommt. jetzt auch sieht, genau, und konkret, wo man getrackt wird. Ja. Ja, Leo, wir kommen zu iOS 14, beziehungsweise iPadOS 14. Das hast du dir ganz genau angesehen. Was fällt da am meisten ins Auge? Ja, Apple hat was, vor allem beim iPhone, was recht Cleveres gemacht, weil sie den Homescreen zum ersten Mal eigentlich richtig angefasst haben. Also das Hauptelement, mit dem man sich halt auf dem iPhone auseinandersetzt und bewegt, also die App-Ansicht, der Home-Bildschirm auf Deutsch, auf Halbdeutsch. Und der ist hat jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, dass die Widgets, die ja sehr versteckt waren in iOS auf dieser Heute-Ansicht, sind diese Widgets jetzt möglich, zwischen den App-Icons, die sie zu positionieren und da ein bisschen Dynamik reinzubringen, weil die Widgets eben auch unterschiedliche Sachen natürlich anzeigen können. Das beste Beispiel ist natürlich einfach das Wetter-Widget für Apple Wetter-App. Und es können sich natürlich im Laufe der Zeit, da sieht man bis jetzt in der Beta-Phase natürlich noch wenig von, aber Entwickler können sich da natürlich auch einklinken und für ihre Apps entsprechende Informationen preisgeben. Also die Widgets sind keine kleinen Apps, sondern sie sind einfach Informationsfenster, aber diese Informationsfenster sind halt auf dem Homescreen und damit sehr präsent und bieten sehr schnell einen sehr interessanten Einblick in Funktion, also ja, Informationen, die einem die eigenen Apps halt liefern. Ja, und man kann es so konfigurieren, dass man das sieht, was einem wichtig ist, wahrscheinlich dann. Genau, Ja. plus man hat auch die ganze Siri-Automatik, diese Siri-Empfehlungen, die jetzt auch schon im System in der Suche zum Beispiel existieren, dass einem Siri praktisch vorschlägt, ah, zu dieser Uhrzeit benutzt du meistens die und die App und dann wird diese App auf dem Homescreen eingeblendet. Das ist natürlich, das funktioniert relativ gut, also zumindest meiner Erfahrung nach ist das recht, kann man damit ziemlich viel anfangen und die Trefferquote der App-Empfehlung ist bei mir erstaunlich hoch. Und das ist natürlich ganz nett, das dann direkt auf dem Homescreen zu haben. Wenn man so will, eine persönliche Auswahl der Apps, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem man gerade ist, vielleicht gerade benötigen könnte. Das ist natürlich eine nette Sache. Und auch diese Widgets kann man eben aufeinander stapeln, also mehrere Widgets an einer Stelle kombinieren. Und es gibt einen von Apple bereitgestellten intelligenten Widget, der dann zum Beispiel das Kalender-Widget anzeigt, wenn ein Termin im Kalender ansteht und sich praktisch möglichst schlau halt an die aktuelle Situation anpassen sollen, die richtige Informationen liefern sollen. So eine Art Meta-Widget, der die Genau. anderen steuert, ne? Ja. Ja. Es gibt ja auch eine neue App-Mediathek. Was hat es damit auf sich? Ja, also die ist für die Nutzer, die im Laufe der Jahre natürlich viele, viele, viele Apps angehäuft haben und bei denen die Homescreen-Seiten weit über 3 oder 5 oder 10 hinausgehen. Also Apple hat in dieser App-Mediathek, wenn
werden automatisch alle installierten Apps zusammengefasst und das dient praktisch als Sammelbecken für die kompletten auf dem Gerät installierten Apps und auch neue Apps, die man aus dem App Store herunterlädt, landen halt dann automatisch in dieser App-Mediathek. Man kann sogar entscheiden, diese Apps gar nicht mehr auf dem Homescreen zu haben, sondern nur noch in der App-Mediathek. Also man könnte seinen Homescreen auch praktisch freiräumen und nur noch aus Widgets gestalten und alle Apps in dieser App-Mediathek belassen. Auch das sind jetzt Möglichkeiten, die wir halt in all den Jahren iOS nicht hatten und die jetzt mit iOS 14 zum ersten Mal kommen. Es ist sehr flexibel, was man machen kann mit dem Homescreen. Also das sind Ordner und Apple gibt Kategorien praktisch dafür vor. Genau. Es gibt auch einen frisch installiert zum Beispiel, ne, dass man die Sachen dann auch wiederfindet, die man gerade runtergeladen hat aus dem App Store. Ja, aber wenn man jetzt eine App in der Suche findet und dann öffnet, hat man trotzdem keine Möglichkeit zu sehen, wo ist die jetzt eigentlich, in welchem Unterordner. Ja, mit den Ordnern, also ich glaube, iOS 14 fängt an, versucht einem wieder so ein bisschen mehr Hinweise zu liefern, aber das ist nach wie vor, also dieses, ich glaube, Apple hofft darauf, dass Nutzer entweder die Haupt-Apps, die sie am meisten nutzen, halt auf der ersten Homescreen oder ersten und zweiten Homescreen-Seite verteilen und alle anderen einfach in die App-Mediathek packen und dann auf die Intelligenz, also auch die App-Mediathek zeigt, soll einem möglichst intelligent die Apps zeigen in diesen Kategoriefensterchen, in diesen Kategorieordnern. Die man theoretisch wohl benutzen wollen würde. Weiß nicht, wie gut das unterm Strich dann klappen wird, aber. Aber auf jeden Fall läuft es ja automatisch. Man muss sich da nicht mehr selbst drum kümmern, die dann in Ordnern zu sammeln. Ne? Und am Schluss bleibt halt die Suche, die jetzt auch noch mal ein bisschen optimiert wurde, hin auf dieses: Ich bin nicht nur eine Suchfunktion, sondern auch ein App-Launcher. Das heißt, erste drei Buchstaben eingeben oder zwei Buchstaben reichen meistens aus und schon hat man eigentlich die App, die man sucht. Okay, da muss man wiederum sich an den Namen erinnern. Wenn man jetzt fotografisch sich das merkt, über das Icon hast du keine Chance, muss doch wieder suchen gehen. Ja. Ja. Du hast auch die App-Clips erwähnt. Das sind so kleine Apps nur. Das gab es vorher nicht. Wie kann man sich das im praktischen Einsatz vorstellen? Die sind ein spannendes Konzept, wenn man sich überlegt, wie viele Dinge man unterwegs inzwischen per App zahlen, buchen, ansteuern kann, die vielleicht nicht immer voraussetzt, wo man eigentlich nicht jedes Mal eine eigene App für installieren wollen würde und nicht jedes Mal einen eigenen Account anlegen würde. Also Parkautomaten, Leihfahrräder, Leihroller, was auch immer man inzwischen alles ausleihen kann, um sich durch die Städte zu bewegen. Also all diese Situationen, in denen man plötzlich ja praktisch vor einem neuen Diensteanbieter steht und halt eigentlich dessen App beziehen müsste und halt das ganze Prozedere durchlaufen müsste, wird halt durch, oder soll besser gesagt durch diese App-Clips vereinfacht werden, weil die dann automatisch vor Ort, wenn man es gibt verschiedene, also QR-Codes ganz klassisch oder Apple hat einen eigenen Code, den sie da anbieten, den man einfach mit dem iPhone dann einscannt und dann kriegt man diesen App-Clip automatisch zur Installation oder zum Nutzen angeboten und das geht dann alles deutlich schneller und die Anbieter, die Firmen... Du brauchst aber eine Internetverbindung, das heißt also, das wird dann über das Mobilfunknetz wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, dann runtergeladen, es kommt auch aus dem App-Store. Genau, sie dürfen maximal 10 Megabyte groß sein, also der Downloadrate ist sehr begrenzt und man kann sich natürlich auch dagegen entscheiden und das einfach nicht machen, aber wenn man natürlich jetzt vor dem Leihroller steht und gern losfahren möchte, dann ist man ja jetzt auch schon in der Situation, dass man diese App halt dafür benötigt, zwangsläufig und sie auch erst runterladen müsste und man braucht auch die Mobilfunkverbindung, also da führt natürlich leider kein großer Weg dran vorbei. Okay, da müsste man aber immer erst dass man aus dem App Store auch mit Mobilfunkdaten laden kann, was ich zum Beispiel immer abgestellt habe und so. Also es ist schon ganz praktisch, dass es da eine extra Kategorie dafür gibt. Ne? Aber es ist auch sichergestellt, dass man da nicht, von irgendeinem Bluetooth-Beacon oder irgendwo irgendwas aufs Handy gespielt bekommt, was man gar nicht will und was von Apple nicht autorisiert ist, hoffentlich. Ja, also wir werden sehen,
die Kontrollmöglichkeiten darüber genau sind. Also ich glaube, Apple hat sich schon klar Gedanken gemacht, dass das sehr schnell nervend werden würde, wenn man an verschiedenen Orten die einfach ja, vors Gesicht gesetzt bekommt. Also insofern, man muss schon, glaube ich, sehr aktiv diesen Scan-Prozess starten und gerade NFC und diese Nahfunktechniken sind ja auf sehr kleine Distanzen beschränkt. Also man muss schon das iPhone dann über den Leihroller halten oder das Leihfahrrad halten, um dann wirklich diesen App-Clip angeboten zu bekommen. Aber ich meine, bis jetzt, man kann davon noch nichts sehen und noch nichts testen. Und es wird halt sehr spannend zu sehen, wie viele von den einzelnen kleineren und größeren Firmen sich da halt draufstürzen, sobald das Ganze verfügbar ist und wie breit das dann. Also ich meine, in dem Moment, in dem wir das halt hier in der deutschen Kleinstadt an einem Parkscheinautomaten haben, sind diese App-Clips angekommen. Aber ob das vor 2025 der Fall sein wird, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, also ich würde mich freuen, wenn es schnell ging, weil es ist natürlich ein faszinierendes Konzept und wenn der Anbieter dann natürlich auch sagt, du kannst Apple Pay natürlich bei, du kannst mit Apple Pay bei uns zahlen und du kannst auch dich mit Apples Anmeldedienst anmelden, dann muss man halt wirklich gar nichts machen, sondern man meldet sich mit praktisch einem Antippen an und mit dem zweiten Antippen bezahlt man das Leihfahrrad oder was auch immer man halt buchen möchte. Das ist natürlich sehr bequem. Naja, also bei diesen Tretroller-Anbietern wird es wahrscheinlich eher sein als bei öffentlichen Parkscheinautomaten. Das ist richtig. Apple hat außerdem jetzt freigegeben, dass man sich auswählen kann, welchen Standardbrowser und welches Mailprogramm man unter iOS benutzen kann. Ja, also das hat ja lang genug gedauert. Ich glaube, das war schon auch ein lang gehegter Wunsch vieler Nutzer. Und es ist ja nicht so, dass Drittbrowser oder Dritt-Mail-Clients in iOS neu sind. Die gibt es ja nun wirklich schon sehr lange. Und es gibt ja auch eine riesige Auswahl an Browsern und Mail-Clients, die man eben installieren und nutzen kann. Aber wenn man zum Beispiel einen Link in iMessage öffnet, dann wird dieser Link zwangsläufig in Safari geöffnet. Und wenn man nun mal einen anderen Browser nutzen möchte und mit zum Beispiel halt den Sync-Dienst von Chrome benutzt oder halt Firefox, welcher Browser auch immer man dann jetzt persönlich nutzt, dann ist es natürlich angenehmer, in dieser Welt dann auch zu bleiben und natürlich auch auf dem iPhone dann diesen entsprechenden Browser als Standardbrowser festzulegen. Und diese Möglichkeit wird es dann geben mit iOS 14, Apple gibt da eine Sonderberechtigung raus. Also die Browser-Anbieter müssen sich da nochmal an Apple melden. Ich würde davon ausgehen, dass die ganzen also was man so als Standard-Browser bezeichnet oder als üblichen Browser, also Firefox, Chrome und Microsoft Edge, also all die Großen, die werden da sicher keine großen Probleme haben, hoffe ich, da von Apple die entsprechende Berechtigung erteilt zu bekommen. Und Apple will da natürlich ein bisschen den Finger drauf halten, damit nicht jeder irgendwas Browser sagen kann, hey, ich würde gerne Standard-Browser sein oder halt irgendwas, was nur eine Browser-Ansicht integriert hat, aber gar kein richtiger Browser ist. Also da ist etwas Kontrolle, ist da schon vorhanden, aber der Nutzer hat halt zum ersten Mal die Möglichkeiten und selbe Spiel für Mail-Clients. Und das ist für Mail-Clients, denke ich, ist es auch sehr wichtig, weil die Apple Mail-App zwar viele Funktionen bietet, aber sie hat seit iOS 13 bei vielen Nutzern bereitet sie Probleme. Also sie ist nicht unbedingt die zuverlässigste Mail-Client seit dem vergangenen Jahr. Und es ist schön, da halt wirklich zu sagen, nein, mein Standard-Mail-Client ist App XY, die nutze ich, da sind alle meine E-Mail-Accounts konfiguriert und die funktioniert für mich und fertig. Okay. iOS kann ja auch übersetzen. Das kann man entweder Siri überlassen oder man nimmt jetzt eine neue App, die es da gibt. Mhm. Was ist da der Unterschied? Also die Basis müsste mehr oder weniger identisch sein. Diese neue Übersetzen-App hat noch zwei oder drei Sprachen mehr als Siri im Moment kann. Also ich glaube zum Beispiel Arabisch ist in der App mit dabei. Das kann man Siri nicht sagen. Übersetze mir bitte Hallo auf Arabisch. Das nimmt Siri noch nicht zur Kenntnis. Sonst sind so 10, 11 Sprachen, die beide können, also auch von Deutsch auf Englisch natürlich, von Deutsch auf Französisch und so weiter, das geht alles und umgekehrt. Für Siri ist es natürlich immer so, dass es die Interaktion natürlich eine kleinere ist, wenn man spricht mit Siri und sagt zu Siri, übersetze mir bitte das und das in das und das. Also es ist natürlich so ein längeres Vorgehen und die Übersetzungs-App macht das halt komfortabler, weil man einfach mit dieser Übersetzungs-App praktisch spricht und man könnte theoretisch eine Konversation führen. Also ich sage einen Satz und halte dann und die App übersetzt den Satz und dann halte ich meinem Gegenüber mein iPhone hin und das Gegenüber spricht in seiner anderen Sprache
die Antwort und die wird mir wieder übersetzt. Also das ist natürlich mit Siri, wäre mit Siri sehr kompliziert bis unmöglich. Das soll mit der Übersetzen-App dann funktionieren. Und die Übersetzen-App wird auch offline funktionieren, wenn man die Sprachen runterlädt. Das ist natürlich was sehr Wichtiges, weil da ist natürlich mit Siri im Moment gar nichts zu holen, wenn man irgendwo unterwegs ist in einem Land und halt keinen entsprechenden Mobilfunktarif gebucht hat oder zahlen will, dann ist natürlich so eine Offline-Funktion perfekt dafür. Okay. iOS 14 soll ja auch mehr Datenschutz und mehr Sicherheit bieten. Unter anderem soll der iCloud-Schlüsselbund künftig davor warnen, wenn ein gespeichertes Passwort als kompromittiert gilt. Wie kriegt iOS das dann überhaupt raus? Muss das Passwort dann erstmal an Apple übertragen werden, damit sie das irgendwie vergleichen können? Ja, hey, du bist kompromittiert. Ja, also Apple. Also es ist natürlich eine berechtigte und wichtige Frage. Und Apple hat selbst noch keine technischen Details dazu veröffentlicht, muss man dazu sagen. Mhm. Andere Anbieter wie 1Password oder halt klassische Passwortverwaltungen, die machen das so. Das Einzige, was Apple sagt, ist, dass eine Ableitung des Passworts, also da wird wahrscheinlich ein Hash gebildet und dann wird ein Teil, also 1Password zum Beispiel, übermittelt einen Teil, dann prüft seine eigene Datenbank auf einen Teil dieses Passwort-Hashes und schaut, ob da wohl etwas Kompromittiertes vorliegen kann und übermittelt dann die möglichen Treffer zurück an das Gerät und prüft dann auf dem Gerät lokal, sodass die eigentliche Passwortprüfung auf dem eigenen Gerät erfolgt und eben nicht auf dem Server des Anbieters, sei es jetzt Apple oder 1Password, so dass die Passwörter da halt wirklich auch auf dem Gerät in jedem Fall verbleiben, weil das wäre natürlich, ja, das was anderes wäre halt auch nicht akzeptabel. Aber noch gibt es keine technischen, Details. Ich denke, es ist eine sehr nützliche Funktion, auch das in den iCloud-Schlüsselbund zu integrieren, weil wer natürlich sich mit seinen Passwörtern sehr aktiv beschäftigt, der benutzt vielleicht auch eine Drittpasswortverwaltung, aber gerade die Nutzer, die einfach das Board-System benutzen, sind damit erhalten auf jeden Fall einen deutlichen Mehrwert, weil das ist ja inzwischen ein ernsthaftes Problem und viele Nutzer benutzen natürlich auch Zugangsdaten, die sie halt bei verschiedenen Diensten benutzen und wenn dann ein Dienst kompromittiert ist, sind alle Accounts kompromittiert. Das ist wichtig. Das kriegt man aber dadurch nicht raus. Aber was man rauskriegt, wenn man das Passwort 12345 nimmt zum Beispiel, das würde dann gemeldet werden. Also ja, die Anzeige, das ist jetzt schon zum Teil integriert im Schlüsselbund, dass er auch davor warnt, wenn man seine Account-Daten bei mehreren Diensten verwendet. Und dann haben wir jetzt eben also das heißt, Achtung, ja, du benutzt Passwort XYZ für 5 Dienste. Das ist natürlich schon mal eine Warnmeldung auch wert. Das ist auch jetzt schon ein bisschen integriert. Man muss halt sehr aktiv in den Schlüsselbund gehen und nachschauen und dann kriegt man so kleine Warndreiecke. Aber mit iOS 14 wird das alles deutlich nach vorne geholt und da gibt es praktisch eine Sicherheitsempfehlung plus diesen Hinweis, auch wenn sobald ein kompromittiertes Passwort ermittelt wird, eben die Warnung, jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit, das zu ändern. Okay. Und dann sieht man auch, und du benutzt dieses Passwort übrigens bei 27 Diensten, es wäre sinnvoll, die natürlich alle dann auch zu ändern und auch für jedes ein einzelnes natürlich zu benutzen. Und Safari macht es einem zum Beispiel sehr einfach. Das kann man ja sofort nachvollziehen, dass das auf dem eigenen Rechner passieren kann. Aber dass jetzt irgendwo in der Welt ein kompromittiertes Passwort besteht und dass einem das gemeldet wird, dazu muss das ja verglichen werden miteinander. Also irgendwo muss dieser Vergleich stattfinden. Ne? Ja. Also Apple hat ja es gibt ja diese großen Datenbanken aus Passwort-Leaks, die ja inzwischen so rumfleuchen. Es gibt ja auch ein paar Dienste, es gibt ja auch Dienste, bei denen man zum Beispiel einfach seine E-Mail-Adresse eingibt und dann gleicht dieser Dienst einfach ab, wurde da diese E-Mail-Adresse schon mal in einem von den großen Passwort-Leaks gesichtet und dann weiß man schon ziemlich sicher, okay, alle Accounts mit dieser E-Mail-Adresse könnten auch, es ist natürlich eine Empfehlung in erster Linie, aber ich glaube, eine, die man schon ernst nehmen sollte, wenn man... Aber das ist die E-Mail-Adresse, es ist nicht das Passwort. Ich meine, klar, wenn das übertragen wird, dann kann man ja, dann ist es halt ein Einfallstor. Okay, aber ich glaube, das haben wir jetzt begriffen. vielleicht nochmal zum Thema iPadOS. Das ist ja seit der letzten Version, ist das ja ein eigenes Betriebssystem geworden. Hat sich von iOS so ein bisschen abgespalten. Was gibt es da für Besonderheiten, Leo?
Ja, es ist ein bisschen ruhig um iPadOS dieses Jahr, aber man hat so das Gefühl, dass Apple jetzt den nächsten Schritt und die nächsten Grundlagen legt. Also ein wichtiges Element, das hatten wir eben ja schon für macOS 11 auch gehört, ist ja praktisch diese Designangleichung und auch ein bisschen ein Zusammenwachsen der Systeme. Und da ist es nicht nur so, dass sich iOS und iPadOS macOS beeinflussen, sondern macOS beeinflusst auch sehr stark iOS oder spezifisch iPadOS. Also das heißt, in iPadOS 14 werden viele von Apples Standard-Apps werden mit einer Seitenleiste ausgestattet sein, wie man sie vom Mac auf dem Mac halt völlig vertraut ist und auf dem iPad bis jetzt in der einen oder anderen App natürlich zu finden ist, aber längst noch nicht so weit verbreitet. Und iPadOS 14 macht das zumindest für Apple-Apps schon mal vor, also halt in Fotos zum Beispiel oder auch im Kalender. Und ist diese Seitenleiste da, die halt Zugriff auf sehr viele Elemente, sehr, sehr schnellen Zugriff auf sehr viele Elemente gibt und das deutlich, ja, wie soll man sagen, das iPad deutlich Desktop-artiger macht, in positiver Weise, dass, also Funktionen einfach schneller zugänglich sind und Aufklappmenüs sind auch so ein Element, das in iPadOS Einzug hält, und wenn Apple diese Marschrichtung vorgibt, ist es ja so, dass die großen und wichtigen Drittentwickler meistens sehr schnell auch nachziehen, auch ihre Apps in ähnlicher Form nochmal anpassen, und da kann man schon damit rechnen, dass man unterm Strich auf jeden Fall deutlich leistungsfähigere oder nützlichere iPad-Apps auch herausbekommt. Oder das ist zumindest die Hoffnung. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt. Vielleicht noch einmal zum Thema WatchOS. Da kommt jetzt die Version 7 raus. Das soll auch im Spätsommer erscheinen. Auf was können wir uns da freuen? Ja, WatchOS 7 geht das Thema Schlaftracking an und in einer sehr ausgiebigen Form, weil Apple halt dabei helfen will, pünktlich und zeitig und regelmäßig ins Bett zu gehen. Also Apple konzentriert sich mehr darauf, so ein System dir, also Hilfe dabei zu bieten, dich daran zu erinnern, zu sagen, es wird Zeit, ins Bett zu gehen, wenn du so und so viele Stunden schlafen möchtest. Und dann kann eben die Uhr einen aufwecken und die Uhr zeichnet halt auch auf, wie lange man dann tatsächlich geschlafen hat und nicht nur, oder wie lange man tatsächlich geschlafen hat und nicht, wie lange man nur im Bett gelegen hat. Und diese detaillierte Auswertung von Schlafphasen, die spart sich Apple, die ist im Moment nicht vorhanden. Das ist nach Apples Angabe auch bewusst nicht reingenommen worden, weil es nicht als sonderlich zuverlässig und auch der Einblick relativ beschränkt ist, weil man kann meistens relativ wenig draus lesen oder relativ wenig Handlungsempfehlungen daraus abziehen, wenn man weiß, man hat irgendwie 2 Stunden im Tiefschlaf verbracht und 3 Stunden sich ein bisschen bewegt und am Schluss ich glaube, viele Leute sind überfordert mit diesen Informationen. Also ich kann da Apples Argumentation durchaus folgen, aber so hat man eben ein Rundum-System, was einem einfach da ein bisschen in Ruhe an die Nachtzeit heranzuführen soll. Es gibt da verschiedene Funktionen, um das Display halt abzudunkeln und Benachrichtigungen auszublenden. Und das kann man sich so konfigurieren, wie man möchte und wie es einem gut gefällt. Und dann wird eben auch aufgezeichnet, wie lange man tatsächlich schläft und ob es längere Schlafunterbrechungen innerhalb einer Nacht gibt. Und wenn man schön sein Schlafziel erreicht, dann lobt einen die Uhr. Es ist alles sehr positiv und das soll das bekräftigen. Und das ist halt ein sehr wichtiges Element, weil das halt sehr lange auf der Watch einfach gefehlt hat. Auf anderen Fitness- und Sportuhren ist es halt absolut seit Jahren gang und gäbe. Kann man natürlich diskutieren, wie nützlich das dann jeweils im Detail ist. Aber Apples Ansatz ist auf jeden Fall ein interessanter. Und ja, der zweite große neue Punkt sind halt Ziffernblätter werden flexibler. Apps können mehr Komplikationen, diese kleinen Infoangaben aufs Ziffernblatt bringen und man kann seine Ziffernblätter, die man konfiguriert hat und sich vielleicht viel Mühe bei der Konfiguration gegeben hat, kann man teilen und man kann natürlich eben auch diese penibel konfigurierten Ziffernblätter von anderen dann beziehen, auch runterladen theoretisch aus dem Web von irgendeiner Webseite, die sagt, wir haben für Sportler dieses Ziffernblatt konfiguriert und das kann man sich dann runterladen und spart sich damit die ganze eigene Einstellungsarbeit. Das ist also sehr nett. Leider sind sie nach wie vor beschränkt auf das, was Apple einem anbietet. Also sie werden weiter nicht komplett frei geöffnet. Kein Drittentwickler kann eigene Ziffernblätter entwickeln für die Watch nach wie vor, auch okay. In WatchOS 7 nicht. Ja, und es wird kein Force Touch mehr geben. Warum hat Apple sich da verabschiedet? Weil die Leute es nicht begriffen haben
oder? Ja, ich vermute, dass das, also weil viele Nutzer es wahrscheinlich nie gefunden haben, nie auf die Funktionen gestoßen sind, die hinter dem festen Druck versteckt sind, und weil wir jetzt auf dem iPhone auch, ist die Technik halt auch rausgeflogen. Da gibt es sicher, wird es ja wahrscheinlich mehrere. Quasi noch nie da. Genau. Es gibt also sicher, gibt mehrere Gründe dafür, und dadurch, dass es immer ein iPhone-Sonderweg war und der dann jetzt verschwunden ist, und dafür haben ja zum Beispiel auch die iPads dann die Schnellaktionen auf dem Homescreen bekommen, dass man lange drücken kann und dann halt gleich auf Aktionen zugreifen kann. Und auf der Uhr wird es jetzt halt auch so sein, dass Sachen, die bislang versteckt waren, einfach durch Buttons ersetzt werden. Es wird klarer. Leute sehen vielleicht Funktionen, die sie bislang nicht gesehen haben. Und man muss langes Drücken, ne? Nehme ich an. Und genau, ein langes Drücken ersetzt den Force Touch. Aber Apples Anweisung an Entwickler ist sehr klar zu sagen, macht eure Funktionen soweit möglich gleich sichtbar. Auch das lange Drücken ist kein richtiger Ersatz. Das ist eher so ein Übergang. Mhm. Und Apple spart sich natürlich die Druckempfindlichkeit ins Display zu integrieren. Also und damit, aber was, also Geräte, ja. Das wird auch hat natürlich eigene Vorteile, aber vielleicht auch Vorteile für die Nutzer, längere Akkulaufzeit. Wir werden sehen, was im Herbst jetzt mit der neuen Apple Watch kommt. Weiß man noch nicht. Ja. Ich hätte noch eine kurze Frage zu der Watch mit dem Schlaftracking. Ja. Die wird man ja tragen müssen, die Uhr, oder? Ja. Während des Schlafens. Wann soll man sie dann noch laden? Ja, das ist halt, das ist knifflig. Also es ist so, dass das Aufladen relativ schnell funktioniert, ja, zumindest so bis 80% ist, glaube ich, die Watch relativ überschaubaren Zeitraum aufgeladen. Und sie liefert einem auch ein bisschen mehr, also das iPhone liefert einem ein bisschen mehr Benachrichtigungen über den Batteriezustand, über die Ladezustand der Watch. Das heißt, wenn es auf die eingestellte gute Nachtzeit hingeht, dann sagt das iPhone, die Apple Watch hat zu wenig Batterie, bitte nochmal aufladen, bevor es ins Bett geht, weil sonst funktioniert es halt nicht, weil sonst würde auch die Watch ja über Nacht dann leer laufen und dann wacht man auf mit einer leeren Watch. Das kann es dann auch nicht sein. Und das iPhone zeigt dann auch den Ladezustand an oder gibt einem Nachricht, okay, die Uhr ist jetzt komplett aufgeladen und so weiter, also solche kleinen Hinweise. Aber man muss natürlich daran gewohnt ist, die Watch über Nacht aufzuladen, muss sich eine andere Routine ausdenken. Also was man da auch immer persönlich für sich findet, was funktioniert, sei es morgens beim Duschen die Uhr nochmal für 20 Minuten hinzulegen, wenn man sich fertig macht. Das sind alles Möglichkeiten, wie man sich durch den Tag bewegen kann. Aber es ist natürlich eng, weil dieses Nachtaufladen, also die Uhr hat halt nicht mehr Akkulaufzeit. Das Problem wird dadurch natürlich nicht gelöst. Gut, ich denke mal, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt einmal angesprochen und ist auch sehr vieles klar geworden. Ich danke euch dreien für eure Ausführungen. Verabschiede mich an dieser Stelle. Bedanke mich auch bei denen, die uns zugeschaut und zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 10. September veröffentlicht. Kann das sein? 10. September? Ja, doch, jetzt im August kommt diese Folge und die nächste dann im 10. September. Das kann schon sein. Okay. Alles klar. Dann. Okay. Bye bye. Bis dahin. Tschüss.